Wir kennen alle das Sprichwort "Only bad news is good news". Es bringt auf den Punkt, was vielen beim Durchblättern der morgendlichen Tageszeitung wohl ebenfalls auffällt. Überall springen einem Schlagzeilen über gesellschaftliche Probleme und politische Fehlleistungen ins Auge. Kyoto-Protokoll ausgelaufen, Stillstand in der Politik, Klimaerwärmung kaum mehr aufzuhalten, Verkehrskollaps in der Stadt. Überall nur Probleme und keine Lösungen in Sicht. Ratlosigkeit herrscht anscheinend, wohin man nur blickt. Und natürlich ist es wichtig, dass Medien über die Fehlleistungen der Politik und die Probleme der Gesellschaft berichten. Doch kann das wirklich alles sein? Aufgabe der Medien ist es, als demokratisches Korrektiv der Gesellschaft zu dienen. Können sie diese Aufgabe mit dem bloßen Berichten über Probleme überhaupt erfüllen? Da fehlt doch etwas. Was ist mit der anderen Seite der Geschichte? Was ist mit den Lösungswegen, den Schlussfolgerungen, deren gesellschaftlichen Alternativen? Sind nicht gerade auch dieses wert, einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt zu werden? Genau aus solchen Fragen hat sich der Solutions Journalism oder auf Deutsch der lösungsorientierte Journalismus entwickelt. Dieser setzte sich zum Ziel, auch die andere Seite der Geschichte zu erzählen. Das heißt, es wird auch davon berichtet, welche Lösungsstrategien für bestimmte Probleme bereits existieren und welche alternativen Ansätze es gibt. Auf den Punkt gebracht wird beim lösungsorientierten Journalismus davon berichtet, wer welches Problem wo und wie zu lösen versucht oder schon gelöst hat. Journalismus soll demgemäß nicht mehr bei der immer gleich aussehenden Problemanalyse stehen bleiben, so wie das in den Massenmedien oftmals der Fall ist. Lösungsorientierter Journalismus versucht eher, soziale und politische Probleme neu zu fassen und darüber hinaus auch über alternative Konzepte zur Lösung von Problemen zu berichten. Doch sind Lösungen für die Leserinnen überhaupt interessant? Dafür sprechen jedenfalls einige gute Gründe. Denn auch Geschichten vom Suchen und Finden von Lösungen können spannend sein. Besonders dann, wenn sie journalistisch seriös gemacht sind und sowohl von den Erfolgen, Durchbrüchen und Besonderheiten eines Projekts berichten, als auch von möglichen Hürden, Schwachstellen und Grenzen. Es geht um Berichte vom unkonventionellen Umgang mit Problemen, die eine andere Perspektive einnehmen als gewöhnlich. Beim lösungsorientierten Journalismus geht es um die Veranschaulichung und klare Analyse von Lösungsansätzen für soziale, politische und ökonomische Probleme. Es wird nicht nur beleuchtet, wer was wo unternimmt, sondern auch, wie und ob diese Unternehmungen funktionieren und welche Auswirkungen sie haben. Wie können wir aber konkret feststellen, ob Berichterstattung den hohen Ansprüchen des lösungsorientierten Journalismus genügt? Es gibt dazu einige Kriterien und auch einige No-Gos, die sich im Bereich des lösungsorientierten Journalismus etabliert haben. Wie bereits erwähnt, ist es sehr wichtig, keine Geschichten zu schreiben, die sich wie ein homerischer Epos über die Heldendaten des Achilles lesen. Die Projekte, über die berichtet wird, sollen nicht als Patentrezepte oder Allheilmittel verkauft werden. Nein, der lösungsorientierte Journalismus verpflichtet sich dazu, eine kritische Distanz zu wahren und auch auf Einschränkungen, Limitierungen und Unzulänglichkeiten von Lösungsansätzen hinzuweisen. Logischerweise folgt aus diesen Feststellungen auch, dass mit lösungsorientiertem Journalismus keine Anwaltschaft für Projekte, Organisationen oder Individuen übernommen wird. Berichterstattung soll kein Gefälligkeitsdienst für Freunde oder Günstlinge sein. Ebenso wenig ist es Aufgabe des lösungsorientierten Journalismus, einen Feel-Good-Vibe zu verbreiten. Herzerwärmende Wohlfühlgeschichten und süßholzraspelnde Beweihräucherungen können niemals Ziel eines Journalismus sein, der sich als Beitrag zu einer demokratischen Gesellschaft sieht. Wichtig ist es darüber hinaus, dass sich lösungsorientierter Journalismus nicht durch ein simples Anfügen von positiven Beispielen an ganz gewöhnliche Berichte erreichen lässt. Werden die Vorgaben ernst genommen, so sollte eine lösungsorientierte Perspektive als Ausgangspunkt für einen Artikel dienen und nicht nur dessen Anhänger sein. Beim lösungsorientierten Journalismus ändern sich schon die Fragen, die gestellt werden, nicht nur die Antworten, die dann in den Medien präsentiert werden. Bleibt immer noch die Frage, ob eine solche Berichterstattung überhaupt von den Leserinnen angenommen wird. Denn Verkaufszahlen sind momentan nun mal eines der Hauptkriterien bei der Gestaltung von journalistischen Medien. Doch es gibt bereits mehrere Beispiele, wo das Aufzeigen von neuen Perspektiven auf alte Probleme ein erfolgreicher Ansatz ist. So vermarkten sich Wirtschaftszeitschriften zu einem großen Teil über das Versprechen, Wege zum Gewinn aufzuzeigen und neue Strategien für anstehende Herausforderungen zu bieten.
Warum sollten sich dann nicht Lösungen für gesellschaftliche Fragen genauso gut verkaufen? Aber lösungsorientierte Ansätze lassen sich eben auch außerhalb des Wirtschaftsjournalismus bereits finden. Auch im naturwissenschaftlichen oder gesellschaftspolitischen Bereich gibt es bereits Projekte, die sich der ganzheitlichen Perspektive des lösungsorientierten Journalismus verschrieben haben. So wäre hier zum Beispiel das Solutions Journal zu nennen, das sich mit wissenschaftlichen Ansätzen zur Überwindung von ökonomischen, sozialen und umwelttechnischen Problemen beschäftigt. Ein weiteres interessantes Projekt stellt die Internetplattform Dowser dar. Auf dieser werden unterschiedlichste Themen aus lösungsorientierter Perspektive journalistisch betrachtet. Es gibt also schon Ansätze in Richtung eines lösungsorientierten Journalismus. Doch was würde passieren, wenn diese Art des Journalismus Teil des medialen Alltags wäre? Nehmen wir an, es wird in den Medien vermehrt über Reaktionen von Menschen auf verschiedene Probleme berichtet. Leserinnen würden mitgenommen auf eine Entdeckungsreise ins Land der gesellschaftlichen Alternativen und unkonventionellen Lösungsansätze. In unserer Welt, in der Urbanisierung vielfach als großes Problem gilt, könnten zum Beispiel alternative Formen des Zusammenlebens in der Stadt ins Blickfeld rücken. Seien es Food Corporations, Gemeinschaftsgärten, Wagenplätze oder auch nur Gretelfeste. Wichtig ist es, den scheinbar allgemeingültigen Leitspruch "Es gibt keine Alternative" auszuhebeln und sich mit anderen Handlungs- und Denkweisen auseinanderzusetzen. Wäre dann nicht auch die eigene Motivation zu handeln eine ganz andere? Wäre das nicht eine Form der Ermächtigung, die zur Demokratisierung und Partizipation beitragen könnte? Wenn der Journalismus seine gesellschaftlichen Pflichten nachkommen soll, dann ist es an der Zeit, seine grundsätzlichen Funktionsweisen zu überdenken und Alternativen zur bisherigen Berichterstattung zu finden. Denn Journalismus als demokratisches Korrektiv der Gesellschaft muss eben auch über den eigenen Tellerrand hinausblicken.